Ah, also mit dem Spiel ist bei einer sehr kleinen Gruppe von Personen, wenn es zu epileptischen Spiel fortsetzt kommt. Okay. Geh nicht weg. Hogwarts Witchcraft, a Wizard. Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass Sie an der Hogwarts-Schule für Hexer und Zauberer im 5. Jahr aufgenommen wurden. Das Schuljahr beginnt am 1. September. Die ersten Materialien wurden für Sie abgeholt und werden Sie auf Ihrer Reise zum Schloss begleiten. Wie Sie vielleicht wissen, verbietet der Erlass zur vernunftgemäßen Beschränkung der Zauberei Minderjährige die Anwendung von Magie durch Personen unter 17 Jahren außerhalb der Schule. Aufgrund ihrer besonderen Umstände hat das Ministerium jedoch kulanterweise zugestimmt, dass Professor Elazar Fick ihnen dabei hilft, ihre Zauberkünste zu verbessern, bevor sie von London zum Schloss begleitet, wo sie am Festmahl und der Einführungsfeier teilnehmen werden. Mit freundlichen Grüßen, Mathilda Weasley, stellvertretende Schulleiterin. So, das muss man. Brille von mir aus, ja. Haare. Können wir einen Bart haben? Ich nehme das, sieht gut aus. Ach, Haarfarbe, mal noch einen. Jetzt wird's aber weird von der Farbe. Hä, bist du dumm? Ja, nehmen wir das. Gesichtsnarbe. Oh. Ach, Gesichtsfarbe, sorry. Nö. Ja, sieht gut aus. Augenfarbe, sehr gerne, aber da kannst du beim Check bei Hogwarts Legacy. Das Augenbrauenfarben. Was passend, ehrlich gesagt. So. Das Augebraue habe gar keine. Ja, mehr aus. Stimme 1, Stimme 2. Ein paar Spinnweben und etwas Staub. Wunderbar. Ich glaube, mir wird... Ich bin zwar noch Schüler, aber ich bin vielleicht in der Lage, Ihnen zu helfen. Oh Gott, hört sich der Scheiße an. Das war gar nicht schlecht. Ja, Mr. Roboter. Das sind doch nur ein paar Spinnen. Wunderbar. Ich bin zwar noch Schüler, aber ich bin vielleicht in der Lage, Ihnen... Das sind doch nur ein paar Spinnweben und etwas Staub. Nichts Beunruhigendes. Wie nennen wir ihn? Fröderand. Fröderand. Warum?
Hoppala. Rum. So, früh daran. Das wird sich doof. Boogie Schnorremandes. Zauberer. Als Stimme. Wunderbar. Ich glaube, mir wird dieser Unterricht gefallen. Auch das? Das war gar nicht schlecht. Ich bin zwar noch Schüler, aber ich bin vielleicht in der Lage, Ihnen zu helfen. Das sind doch nur ein paar Spinnweben und etwas Staub. Digga! Nichts Beunruhigendes. Den ist echt verkackt mit der Schütte. Boah, den sieht den nichts gefixt. Oh Mann, das wird jetzt das Cover. Beginne mit deinem Case. Dann sind wir wohl fast bereit aufzubrechen. Wirklich schade, dass wir nicht mehr Zeit mit Zaubern verbringen konnten. Sie haben unsere neuen Zauber sicher geübt. Jawohl, Professor. Tja, so schnell hat sich wohl noch niemand an einen Zauberstab aus zweiter Hand gewöhnt. Mit Ihrem eigenen werden Sie noch viel stärker sein. Danke, Professor Fick. Ich möchte Ihnen danken, dass Sie mir helfen, bevor das Schuljahr... Eliasar! George, schön, dass du trotz der eher kryptischen Beschreibung dieses Ortes hergefunden hast. Ich apparierte schon zu vageren Orten als diesem. Doch beim ersten Versuch habe ich mich wohl etwas verrechnet. Die Theaterbesucher am Westend dürften sich sehr erschrocken haben. Es ist so lange her, als deine Eule ankam, also ich... Lieber nicht hier, Eliasar. Hm? Natürlich. Sprechen wir auf dem Weg nach Hogwarts. Uns erwarten ein Festmahl und eine Einführungsfeier. Grandiose Idee. Solange dein junger Schützling hier nichts dagegen hat. Überhaupt nichts, Sir. Nach Ihnen. Ewig her, dass ich im Schloss war. Wäre gut, den alten Steinhaufen wiederzusehen. Ihm gefällt was nicht. Ah, ein paar Dokumente. Ja, ich weiß jetzt so. Warner Brothers presents. An avalanche gift. Reise zu sehen. Gerade so. Und wer ist deine Reisebegleitung? Ein Neuzugang. Neu? Ja, Sir. Ich fange in der 5. Klasse an. Außergewöhnlich. In der Tat. Dass jemand so spät in Hogwarts aufgenommen wurde, hat man hier noch nie erlebt. Ich auch nicht. Aber da die anderen 5-Klässler ihre magischen Fertigkeiten schon seit 4 Jahren trainieren, bat mich der Schulleiter, den Neuzugang vor Semesterbeginn etwas auf Trab zu bringen. Nun, Sie haben Glück mit Ihrem Mentor. Professor Fig ist sowohl ein ausgezeichneter Lehrer, als auch ein erstaunlich kluger und begabter Zauberer. Mr. Osric neigt zu Schmeicheleien. Wahrscheinlich ein Grund, warum er es im Ministerium so weit gebracht hat. Boah. Hast du das gesehen? Oh ja, es herrscht Uneinigkeit darüber, wie gefährlich Runrock wirklich ist. Ich muss das Ministerium noch überzeugen, aber ich glaube, er ist eine ernste Bedrohung. Und es war deine Frau, Eliasar, die mich vor Monaten auf ihn aufmerksam machte. Miriam? Wie denn? Vor ihrem Tod schrieb sie mir von Renrock. Fragte sich, was das Ministerium über ihn wusste. Bevor ich antworten konnte,
erhielt ich das. Es war das Letzte, was sie mir schickte, Eleazar. Es kam per Eule. Aber ohne Korrespondenz. Ich kann nur annehmen, dass sie es schnell losschicken musste, um es zu schützen. Vermutlich vor Renrock. Ich kann es nicht öffnen. Es wird durch wahrhaftig mächtige Magie geschützt. Das sieht wie Koboldmetall aus. Das Symbol. Was leuchtet da? Ich sehe kein Leuchten. Ich auch nicht. Bei Merlins Bart. Wie haben Sie... Halt! Wir müssen was... Was ist mit der Eule? Festhalten! Okay, sie lebt. Alles in Ordnung? Nee. Sie sind verletzt. Nur ein bisschen. Nehmen Sie. Nein, trink's nicht. Dieser Mega-Power-Tank bringt Sie schnell wieder auf die Beine. Jeder weiß, dass eine Heal-Potion rot ist. Nein, eine Heal-Potion ist... Ich weigere mich das jetzt. Nein, nein, nein. In meiner ganzen Gamer-Karriere war noch nie eine Heal-Potion grün. Er vergiftet uns. Hört auf meine Worte. Das wird später Konsequenzen für uns haben. Aber ihr wollt's ja nicht anders. Ja, los, trink. Mal gucken, ob man stirbt. Bin ich verflucht jetzt oder so ein Scheiß. Was ist passiert? Armer George. Warum musste er... Was hatte das blöde Vieh denn? Eine Kutsche im Flug angreifen? Ein Drache würde niemals... Professor? Sir? Wo sind wir? Ich bin nicht sicher. Aber das war ein Portschlüssel. Portschlüssel? Ein verzauberter Gegenstand, der einen an einen bestimmten Ort bringt. So, so. Ich fühle mich besser, Sir, falls Sie sich umsehen möchten. Ja, aber bleiben Sie bei mir. Wir wissen nicht, wer ihn erschaffen hat. Oder warum. Sehr geehrte Damen und Herren, und somit heißt es euch herzlich willkommen zurück am Stück bei Hogwarts. Denkt an meine Worte. Wir werden sterben in diesem einen Trank. Aber nun, stellen wir kurz die Audiospuren ein, damit uns nicht das Rummelfell explodiert. Bis gleich. So, denkt an meine Worte, da sind wir zurück. Ich habe mal alles auf Ultra gestellt. Mal gucken, was die FPS dann sagen. Lebens- und Schärfe habe ich jetzt mal ausgemacht und wir schauen uns natürlich erstmal hier drin um. Ups, hier, Loot gibt Kisten, irgendwas. Wie zum Hänger sind wir hier? Ganz merkwürdig. Da liegt ein Kopf. Da war auch noch ein Eichhörnchen gerade da. Digga, wir sind hell da draußen. Kuro, Kuro! Wie weit hat uns dieser Portschlüssel nur gebracht? Ja. Weiter weg von London, als der Wagen fuhr. Wir sind irgendwo im schottischen Hochland. Sir, diese Ruinen. Glauben Sie... Der Portschlüssel sollte uns herführen? Das glaube ich. So haben wir beide uns den Tag sicher nicht vorgestellt. Aber Miriam hat George den Portschlüssel aus einem Grund geschickt. Und ich glaube, dass sie und auch George bei der Suche nach dem, wohin er führen soll, sterben. Nun, wenn es ihnen gut geht und sie nichts dagegen haben... Ich würde mich gern umsehen. Auf jeden Fall, Sir. Gut. Lassen Sie uns hier nach einem Pfad suchen, wie verblasst er auch sein mag.
Nein, nein, meinerseits schön aus. Schön aufpassen. Ja, ja. Ich glaube ja. Ich glaube jetzt schon ganz stark, dass der Kollege vom Anfang. Ich glaube, Auto muss ich fast noch ein bisschen einstellen, oder? Also ich fand jetzt die Lautstärke von ihm angenehm. Wartet. Ihr kriegt ja davon gleich nichts mit, sorry. So. Läuft bis jetzt performancemäßig ganz flüssig. Ich habe alles auf Ultra gestellt, also Raytracing habe ich aus. Ich glaube, der Platz ist ab. Was denken Sie, woher hatte Ihre Frau den Portschlüssel, der uns herbrachte? Eine gute Frage. Miriam hat jahrelang nach Beweisen für eine längst vergessene Form von alter Magie gesucht. Ah ja, so. Alte Magie? Ja, eine mächtige Magie, die nur wenige beherrschen. Sie scheint vergessen worden zu sein. Ich hoffe, dass später im Dialog es jetzt so sein wird, dass wir denn auch nur rechts hören. Und so stelle ich Schloss Hogwarts wurde durch Sie errichtet und ist ein Hauptort dieser alten Magie. Ich weiß nicht, wie Sie in den Besitz des Portschlüssels kamen. Aber ich bin sicher, er hatte mit der Suche zu tun. Okay. Ah, da unten ist ein Pfad. Hier lang. Na, Mama. Aber Sir, warum hat Ihre Frau nach Beweisen für verlorene Magie gesucht? Miriam wollte verstehen, warum so mächtige Magie aus der Welt der Zauberei verschwunden ist. Obwohl sie Gutes bewirken kann. Aber Magie ist nicht anders, als sie jede andere macht. Was wirklich zählt, ist derjenige, der sie ausübt. Ist das Eis? Es ist hier nicht kalt genug. Anscheinend ist es eine Art Verzauberung. Jemand wollte den Pfad blockieren. Schauen wir uns Ihr Können mit dem Zauberstab an. Fokus auf das Zentrum. Tippe links, um Basiszauber zu machen. Sag mal, ist das eine Zielhilfe an? Dürfte aber nicht, oder? Ja, ich sehe, ja, schön. Zielmodus an ausschalten, das ist aus, okay. Na gut. Sehen wir dann, wie später noch war. Jetzt, ne? Ich würde gern zielen. Danke, den Vogel. Los, schießen ab! Oh Mann. Oh. Ausgezeichnet! Nutze den Kamera, um aktives Ziel auszuwählen. Ah ja. Das war etwas holpriger als erwartet. Ihr Können verbessert sich immer weiter. Danke, Sir. Aha, mein hier Geall verwandelt. So. Ah, da oben. Ah ja, denkst du. Ich habe euch 100% prüfen, Siegel auf den Ruhe sein. Sag ich mal nichts dazu. Kann ich das aufladen? Hört, Kinder! Hört! Dieser Zauberstab steckt immer tief in meinem Popo. Und so riecht er auch. Willst du riechen, Weasley? Nicht mehr weit. Gleich davon. Wenn man Hogwarts einfach verkommen lässt, dann sieht's so aus. Bleiben Sie ruhig! Nee, ich habe Angst. Mach mal was! Thank you.
ist gemein. Ich will das Spiel frühzeitig Ende setzen. Hätten wir auch mal dran denken können. Was denn? Geht nur ein bisschen in die Brise. Du, also, in Hamburg ist das wohl anders, ne? Das sind ja eine Luftstufe. Kannst du mit dem Ausrad durchswitchen? Bitch! Warum hat das jemand hier gebaut? Ich schätze, um für sich zu sein. Der Portschlüssel hat uns hierher geführt. Halten wir die Augen offen nach etwas, das nicht hergehört. Ja, das sind wir. Wir werden sterben. Ich sehe es kommen. Jetzt lass mich los. Ja, fortfahren. Kapiert. So, danke schön, Minimap. Na, ich würde nichts antatschen. Ich werde mich erstmal umgucken. Ich glaube, touch die Fass an, dann geht die Story weiter. Ich verpasse mein Loot. Scheiß werde ich hier. Achso, da muss ich sogar hin. Warte, nee, das ist Auto-Trigger, das machen wir nicht. Oh Gott, bitte, danke. Spring! Ach. Ich werde es schaffen, erstmal einen Tod stürzen. Bist du rumgepfacht? Was ist das? Professor, es ist eine Art Wandbild. Die hatten früher schon die Ruhekarten. Vielleicht hellseherisch begabt. Interessant. Ich glaube, wir sind die Ruhekarten. Was ist damit? Professor, die Statue! Vielleicht war dies sein Zuhause. Naja. Hier gibt's nix. Digga, du wirst doch wohl da drüber hüpfen können. Och. Nix darf man hier erkunden. Dieser verzauberte Kristallstein wieder. Nein. Was könnte er bloß blockieren? Nix. Nicht auffassen. Ist doch verrückt. Guck dir das an. Genau. Was ist das? Professor Fick? Fass es nicht an! Es weint, Schatz, geh weg! Push! Push, Fick! Ja. Warum sollte jemand diesen Stein hierher beschworen haben? Und wie kann dahinter ein Raum sein? Welcher Raum? Ich sehe da nichts. Wieder dieses Leuchten, wie auf dem Portschlüsselbehälter. Okay. Wenn die Aufnahme gerade leckt, tut mir leid. Was für Merlins Namen? Oh, das tut mir jetzt echt leid für alle Zuschauer. Patricks Herz. Wo sind wir? Das glaube ich nicht. Du redst nicht mit dem. Du lässt ihn in Ruhe. Wir sind in Gringotts. Wenn der pennt, rauchen wir den jetzt aus. Holen uns den Kern und mopsen die ganze Bank leer. Digga, schneid dir mal die Nägel. Ah, da liegen Münze! Wir werden so rich. Ist noch Silber, ist ja nicht schlimm. Ja, ich muss mit Rede. Auf dem Weg nach Hogwarts. Bei der Erkundung einer Schlossruine im schottischen Hochland bin ich auf einen seltsamen leuchtenden Torbogen aus kristallisiertem Stein gestoßen, der sogar die FPS hat einbrechen lassen. Ein äußerst starker Zauber oder eine schlecht optimierte Engine. Das weiß ich noch nicht.
Plötzlich fand Professor Fig und ich unseren Unsinn im Reich für zierten Vorraum wieder. Wir sind noch nicht sicher, was uns hier erwartet. Hallo? Yo, Romy! %50 bei Netto. Er ist aufgewacht. Unmöglich. Ja. Einen Moment. Willkommen bei Gringotts Zaubererbank. Oh, Jesus, bin ich. Gott, ich hab's gefasst. Verlies 12, nehme ich an. Ja. Ganz genau. Schlüssel? Der Schlüssel Ihrer Frau. Oh, ja, natürlich. Hier entlang. Bleiben Sie bei mir. Nee, ich laufe jetzt weg. Digga, wenn Gringotts sich irgendwo verläuft, bist du tot. Pfeife, komm her, Fifi. Pfeif. Nach Ihnen. Lassen Sie Ihre Hände im Wagen, wenn Sie sie behalten möchten. Irgendwie festschalten oder so? Ich weiß, die Dinger gehen ab wie Drecksau. Oh, Jesus. Wie viele Verliese gibt es in Gringotts? Hunderte. Auf dem Weg zu Verlies Nummer 12 sind einige davon zu sehen. Im Moment sind wir direkt unter dem Hauptfoyer. Diese Verliese sind am neuesten. Sind private Eingänge in die Bank für Gringotts normal? Eine Seltenheit. Nur jemand mit viel Geld oder Macht oder beidem könnte solch einen Dienst beanspruchen. Ja. Gut, die Luft anhalten. Wie bitte? Wasser. Der Wasserfall entfernt alle Verzauberungen. Eine Sicherheitsmaßnahme. Sie sind mit dem Diebesfall vertraut, wie ich sehe. Hab ich gehört. Hier befinden sich die unteren Verliese. Wie tief geht es denn? Verlies Nummer 12 wurde kurz nach Gringotts Gründung vor 400 Jahren in Dienst gestellt. Es befindet sich im tiefsten Teil der Bank. Festhalten, okay. Ein gutes Stück liegt noch vor uns. Harry Potter hat sich Verlies 134? Was war's? Halt, stopp! Ich finde die Maschine aber fett. Hat was. Verlies Nummer 12. Verlies 12. Ein großer Tag. Weiterfahren. Professor, das Armband, das der Kobold trug, hat geleuchtet. Wie das Leuchten auf dem Portschlüsselbehälter. Nein, dunkler. Es war auch auf dem Halsband des Drachen. Wie meinen? Wir haben uns über den Kobold da hinten gewundert. Er wacht über den ältesten Bereich der Bank. So, kaum Besucher dort heutzutage. So, hört, meine Kinder. Hört. Da sind wir. Wann wurde dieses Verlies zuletzt genutzt? Jahrhundertelang war ein Kobold an meinem Tisch stationiert. In all der Zeit war niemand je in Verlies 12. Bis zum heutigen Tag. Warum steht da 21? Verlies 12. Vielen Dank für Ihre Hilfe.
Ha! Opfer, die alle reingegangen sind. 39 Münzen, Bitches. Ich hab's gewusst. Ich hab euch ausgeraubt, ihr Affen. Na, Kleiner? Ah? Nein, geht doch nicht. Sag mal, was meinen Sie, wonach wir hier suchen sollen? Ich weiß nicht. Sir, vielleicht können Sie... Laut den Anweisungen für Verlies 12 soll ich dem Besitzer des Schlüssels Zugriff gewähren und dann die Tür schließen. Halt! Viel Erfolg.